Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir den kleinen Makoros gerettet und dafür Faroris Diamant erhalten und sind anschließend aufgebrochen Richtung hier. Allerdings habe ich mir noch vorgenommen, eine Riesenkrake zu töten, hier beim Zweiaugenriff, und habe dafür eine doppelt so große Magieleiste erhalten. Und außerdem habe ich mir noch ein Herzteil hier auf der Terrainsel geholt und nun haben wir 6 statt 5 Herzen. Und heute werden wir aufbrechen und uns zu unserem nächsten Ziel begeben. Doch davor, habe ich schon im letzten Part angesprochen, da vorne ist noch ein U-Boot und das möchte ich natürlich auch mal untersuchen. Also nichts wie rein. So, was haben wir denn hier? Erstmal werde ich runtergeworfen. Und hier haben wir... Oha, Bombenmarotten. Damn. Dann nehme ich mir lieber den Bumerang. Oh, die jagen sich eh... Ne, die sterben da doch gar nicht. Was soll der Mist? Müssen wir erzählen, dass die nicht durch die Bomben sterben können? Ja, ja, wahrscheinlich. Irgendwas läuft mit denen komplett falsch. Was ist denn hier falsch gelaufen? Aber ich glaube, der Bumerang war eine recht gute Idee. Funktioniert ja ganz passabel. Na, ah, ich glaube, du bist die Letzte. Nee, da ist noch eine. So, jetzt aber. Oder? Genau. Dafür gibt's eine Truhe. Aber wie komme ich da hoch? Ah, schön. Schön, schön. Und es scheint sich bei dem Schatz wieder um eine Schatzkarte zu handeln. Ja, ich suche praktisch einen... was ist denn jetzt schon wieder los? Ich suche einen Schatz. Und dafür muss ich eine Truhe suchen. Und in der Truhe finde ich eine Karte zu einer anderen Truhe. Eine richtige Schnitzeljagd hier. Ja, ja, ist gut. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Naja. Gut, dass wir... Oh Gott, heute bringe ich ja schon wieder keinen Ton raus. So. Jetzt können wir aber endlich weiter segeln. Wo ist denn der Loi? Da ist er. Also, richten wir unser Schiff aus. Ich glaube nach Nordwesten. Ja. Hauptsächlich nach Norden. Dann brauche ich jetzt erstmal den Taktstock des Windes. Denn ich brauche Südwind. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob Wind, der nach Norden weht, Südwind heißt. Aber ich denke schon. Aber Leute, lasst euch nicht auf mein Gelaber rein. Wenn ihr irgendeine Prüfung habt, denn ich laber sonst nur wieder Müll. So, weiter geht's. Natürlich nehme ich auch wieder die weiteren Inseln in meine Schatzkarte auf, wenn ich denn den Fisch dazu finde. Noch sind wir nicht im neuen Gebiet. Ich schaue mal erst, ob ich schon im neuen Gebiet bin. Und meistens schaue ich dann erst... Boah. Wow, was geht denn hier ab? Ein Tornado. Den will ich nicht rein. Außerdem ist da drüben der Fisch. Boah, der Tornado. Von dem hat uns ja dieser Windgott erzählt. Aber in den will ich nicht unbedingt rein. So, was ich hier mache, das ist immer, wenn man das Segel neu spannt, kriegt man einen kleinen, ja, Turbo-Boost. Der ist auch ganz praktisch, wird auch von vielen Speedruns hergenommen. Und da der Wind sowieso nicht optimal war, dachte ich mir, ich könnte damit ein bisschen, ja, Zeit gewinnen. Hier in der Nähe der Haifischinsel. Wurdest du schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geschleudert, Jungchen? Dieser Gott namens Zyklos, der über den Wirbelsturm befehligen soll, kann sich damit augenblicklich von Ort zu Ort wirbeln. Damit könntest du dir wohl so manchen langwierigen Bootstrip sparen und deine Reisen etwas effizienter gestalten, was? Aber diesem windigen Gesellen kommst du nur bei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du ihm aus einiger Entfernung was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Ich denke schon. Und so eine Waffe haben wir noch nicht, denn ich glaube nicht, dass der Bumerang da so viel ausrichten wird. Oh, und wie ist jetzt der Fisch da
hinten hingekommen? Der war doch gerade noch da. Na, egal. Egal. Auf jeden Fall nicht direkt in den Sturm reinfahren. Ganz schlechte Idee. Und ich weiß leider auch nicht, ob sich der auf uns zubewegt. Da hatte ich als kleiner Hosenscheiße auch immer Angst, wenn ich auf einer Insel war. Ich habe den Wirbelsturm gesehen. Ja, ja. Da kann man dann schon mal meinen, dass einen der so richtig einen mitgeben will. Furchteinflößend. Aber jetzt erstmal wieder weiter hier. Er sollte dann auch verschwinden, wenn wir im nächsten Gebiet sind. Spätestens dann weiß ich auch... Genau. Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Wo ist der Fisch? Fischi! Na toll, jetzt regnet es auch noch. Aber da hinten sehe ich ihn schon platschen. Oder eher plätschern. Nochmal ein bisschen Turbo hier. Bam. Zack. Zack. Also wer so gestört ist und darauf kommt, dass man damit schneller unterwegs ist, der hat definitiv kein Leben. So, nächste Info bitte. Naja, noch schön aufessen. Aber dann ran ans Werk. Ich will ja hier auch was für mein gegebenes Futter haben. Capo Grande. Hört sich sehr spanisch an. Großes Kap oder so. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf darauf bist, wirst du aber erstmal diese riesige Felsenfratze da irgendwie wegräumen müssen. Allerdings wüsste ich nicht, wie du das bewerkstelligen willst. Ja, aber wenn du das One Piece finden willst, bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Ja, dafür sind wir wohl leider zu schwach. Na, da kann man noch ein bisschen die Felsenfratze erkennen. Da kommen wir wohl leider nicht weiter. Ich überlege gerade, ob ich noch hier... Ach komm, bevor ich jetzt den Wind auf Nordwesten ändere, fahre ich erst hier nach Norden. Nehme mir die Info mit und drehe dann den Wind auf Westen. Das müsste ungefähr passen. Sind eh gleich wieder im nächsten Gebiet. Ich hoffe nur, der Fisch spawnt nicht irgendwie hinter diesem Riff, denn dann könnte ich ihn schlecht sehen. Wow, was geht denn hier ab? Ach du Heilige. Der ist tatsächlich dahinter. Mann, was für ein Arsch. Ja, was geht denn hier ab? Hier sind diese Flugviecher nur in einer XXXXXL-Version. Dann sind in diesem Riff Kanonen. Und dann hier noch so ein Mini-Schiff, auch mit Kanonen. Oh, schnell weg. Ja, die sind ja alle nicht mehr ganz dicht. Schnell, gib dir Info her. Schnell, 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 schnell. Mach eine... Pack's dir ein und dann schnell weiter. Ja, ja, ich beeil mich ja schon. Ja, das will ich hoffen hier beim Einaugenriff. Sah zumindest dann noch aus. Ja, genau, das Einaugenriff. Jetzt aber, komm. Schneller, ich höre sie doch schon wieder. Ja, ja, ich mache ja schon Himmel. Hast du schon mal komisch leuchtende Kreise gesehen? Ja, direkt unter denen soll ein Schatz sein. Und ja, es gibt auch welche, die leuchten nicht. Aber wenn du die Schatzkarte hast, dann leuchten sie noch heller. Und das sind dann die echt geilen Schätze. Und ja, jetzt mache ich mich vom Acker. Schnell weg hier. Und den Wind drehen. Panik, Panik. Erstmal das Lied des Windes spielen. Dann brauchen wir Ostwind. Und dann nichts wie weg hier. Na komm. Oh, er ist hinter mir her. Aber der erwischt mich nicht mehr. Haha. Da wäre noch so eine Aussichtsplattform. Ah, da habe ich jetzt aber... Na komm, vor ein paar Parts. Vor ein paar Parts habe ich gesagt, ich nehme die mit. Also nehme ich die jetzt auch mit. Auch wenn ich denke, dass es da gar nichts wirklich gibt. Ah, ist doch schon wieder behindert. Ach komm, ich nehme ihn schnell mit. Stopp.
Und dann hoch da. Na, warten, bis das Meer wieder sinkt. Und jetzt hoch. Ich kann ja schon mal den Greifhaken ausrüsten. Denn ich werde auf jeden Fall irgendjemanden da oben ein Glücksamulett stibitzen. Wow, shit. Da gibt's ja gleich 4 auf einmal. Danke. Dann der nächste. Dankeschön. Und danke. Und jetzt noch der zweite Lilane hier. Was hast du für eine geile Waffe? Du hast ein Pferd. Hä? Ist das ein Bug? Leute, seht euch das an. Der hat. Hä? Der hat ein Fernrohrschwert. Das muss ein Bug sein. Seht euch den an. Denn die Lilanen, die haben normalerweise ein Fernrohr. Und die Grünen haben das Schwert. Aber hä? Der hat ein Fernrohrschwert. Bug-Alarm. Ja, hä? Jetzt hat er wieder. Doch, der hat immer noch das Fernrohrschwert. Oh nein, Link! Hä, ich will das jetzt. Hä, ich will das jetzt auch mal in die Hand nehmen. Oh Gott, das sind diese Flugviecher. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, oder? Okay, gut. Ich will jetzt dieses Fernrohrschwert. Du machst mal den Abgang und jetzt zu dir. Ich will das Fernrohrschwert. Das Fernrohrschwert ist verschwunden. So ein Mist, ey. Das war irgend so eine Super Limited Edition Fernrohrschwert-Auflage. Das war Fernrohr und Schwert in einem. Ey, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das war ja mal ein richtig geiler Bug. Das sehe ich heute echt zum ersten Mal. Ob das jetzt hier liegt, dass ich das nicht auf dem GameCube spiele oder ob das an irgendwelchen Glücksfaktoren liegt, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall sehr geil. Kranker Scheiß. Und ich glaube, ich brauche hier den Bumerang. Sonst komme ich hier nicht mehr lebend weg. Oh Gott, stirb! Schnell weiter. Die können nämlich verdammt schnell werden. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt safe. Holy moly. Keine lustige Angelegenheit hier. Aber jetzt sind wir ja in Sicherheit. Können die Idioten da hinter uns lassen. Und aufbrechen zur nächsten Insel. Oh nein. Das ist ja schon wieder so ein komischer Strudel. Ja genau, Strudel. Der Strudel der Verdammnis da oben in den Wolken. Und die Insel sieht irgendwie nicht gesund aus, wenn ich das so anmerken darf. Hey. Land in Sicht. Was ist hier geschehen? Ich tue's. Ja, sieht irgendwie behindert aus. Was ist nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber dies übertrifft gar noch meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Jabu, oder Jabu, der Hüter des Wassers. Aber so wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Oi! Oi! Hey, Lucke! Der Vogeltyp. Larsiel, glaube ich, hieß er. Aber ich habe ja gesagt, ich nenne ihn eher Vogeltyp. Hört sich ja auch irgendwie besser an. Hier bist du also. Ich habe nach dir gesucht. Du suchst doch Jabu, den Hüter, oder? Nun, bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Ach wirklich? Wirklich ein furchtbarer Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten es zwar auf Jabu abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf dieser Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel. Dam, dam, dam! Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Jabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Jabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hineinzugelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Piraten? Verzeih mir, Lucky. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst, also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Port Monet. Willst du Jabu treffen, dann solltest du die Piraten in Port Monet im Auge behalten.
irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen diese schwarzen Wolken und es regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein, Valo, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Du solltest dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Jabu berichtet. Ja, nicht irgendwie auf Wiedersehen oder so? Alles klar. So, jetzt muss ich mich kurz umsehen, denn irgendwo hier... Na, Terry ist auch unterwegs auf der verfluchten Insel. Der Arme weiß wahrscheinlich gar nicht, was ihn hier erwartet. Ah ja, ich sehe schon. Okay, passt. Jabu ist also am Leben. Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Übergriff voraussehen lassen. Höre auf die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen etwas über die Höhle, die dem großen Jabu als Unterschlupf dient. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren und dich dort ein wenig umsehen. Ja, aber davor möchte ich noch ein Herzteil, was ich mir erhoffe, wenn ich diesen Felsen besteige. Oh, das klingt irgendwie komisch. Sagen wir, erklimme hier diese Mini-Version vom Spiralberg aus Digimon. Da kann man nämlich hoch. Erstmal hoch. Schön an die Spitze. Na? So. Oh, diese Wolken sehen schon sehr bedrohlich aus. Damn, son. Oh, da ist da so ein komischer Krux. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Naja, im letzten Part haben wir uns schon noch gesehen. Ja, stimmt, aber trotzdem, wie geht's dir so? Ich bin auf diese Insel gekommen, um die Saat des Dekobaumes zu säen, aber... Sie selbst. Normalerweise schießen die tantopischen Bäume nur so in die Höhe. Doch wie du sehen kannst, ist er völlig verdorrt. Ich befürchte, die tantopischen Bäume meiner Freunde sind ebenfalls verdorrt. Ich dachte, das wäre so eine tolle Saat. Ja, ich weiß auch nicht, aber aus irgendeinem Grund scheinen die tantopischen Bäume aus der diesjährigen Saat nicht zu wachsen, sondern alle zu verdorren. Was sollen wir bloß machen? Wenn es uns nicht gelingt, die Bäume zum Wachsen zu bringen, dann wird der Dekobaum verdorren. Was? Warum sollte denn der Dekobaum sterben? Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich nur Wasser aus Tantopia hätte, dann könnte ich damit vielleicht diesen Baum hier retten. Das Wasser dort ist nämlich der Quell des Lebens für den Dekobaum. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantopias und beträufle damit diesen tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständig. Ah, keine Lust. Sieh doch selbst zu, dass du das Wasser bekommst. Ich bin hier auch nicht die Hure für alles. Ich will jetzt erstmal mein Herzteil. Los, Wind, ich befehle dir, dich zu drehen. Ich brauche Nordwestwind, also Südostwind oder so. So, zum Glück haben wir die doppelte Magieleiste, denn das geht ganz schön auf die Magie, sage ich euch, besonders wenn man failt. Na komm, ja komm, easy, easy. Ja, GG. Locker. Ich weiß gar nicht, warum ich hier als Kind mal gefailt habe. Wahrscheinlich hatte ich zu wenig Magie. Fail. Aber jetzt haben wir wieder ein neues Herzteil. Müssen wir gleich schauen, dass wir noch irgendwo drei auftreiben. Wäre schon eine gute Sache. Oh nee, jetzt muss ich ja wieder zurückschwimmen. Los, Link. Schwimm um dein Leben. So wie man es dir beigebracht hat vom Vater Orca, diesem tollkühnen Narren. Ah, komm. Du hast ja schon mehr als die Hälfte geschafft. Oh, nicht sterben, Link. Nein. Nein. Ja, jetzt hast du es doch geschafft, Link. Da freut sich einer. Und ich muss jetzt hier lang. Also, Wind, ich befehle dir erneut, dich zu drehen. Gehorche deinem Meister. So, wende dich in Richtung Nordost. Ja, genau. Aber davor brauche ich noch, fällt mir gerade auf, den Fisch. Something is fishy here. Wo ist der Fisch? Fischi. Wo bist du? Fischi.
Fischi. Wo ist denn der Fischi? Nee, ohne Spaß. Wo ist der Fisch? Oh my God. Fischi. Nee, ohne Spaß. Wo ist der Fisch? Mann, wenn ich den kriege. Ach, da hinten ist er, ja. Genau in der falschen Windrichtung. Das ist doch mal ein richtiger Drecksfisch. Na warte, den ziehe ich raus. Und dann gibt es erstmal einen leckeren Chickenburger. Was fällt ihm eigentlich ein, genau in der entgegengesetzten Richtung zu sein? Wir haben ja vorhin gesehen, dass der sich teleportieren kann. Also macht er das irgendwie mit Absicht. Na warte. Du kriegst irgendein Drecksfutter. So ein verdorrtes Futter vom Terry, was für 50% wegging. Oh ja. Man kann schon hören, irgendwas stimmt nicht. Eine ganz düstere Melodie. Es blitzt und donnert und regnet. Sehr geile Atmosphäre auf jeden Fall. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid. Und ich hab dich verarscht. Mit Absicht. Ich bin Gangster. Ich komme aus dem Ghetto. Ja, da kannst du ja zurückgehen. Aber ich will noch meine Info. Hey, du hast den Stoff erhalten. Ja, ja, ist schon gut, aber schnell, bevor die Bullen kommen. Komm doch mal hierher, wenn dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Ja, dann geht's ab hier. Aber jetzt muss ich weg, die Bullen. Wo? Bullen? Schnell weiter. Wir haben ja den Vogeltypen gehört. Wir müssen nach Portemonnaie. Also sollten wir dahin auch aufbrechen. Auch wenn ich dazu sagen muss, als ich die Wii U-Version von dem Spiel gespielt habe, da fand ich einfach diese Atmosphäre so episch, dass ich erstmal die ganze, ich schwöre euch, die ganze Karte ausgefüllt habe. Das war verdammt geil. Denn Leute, diese Atmosphäre ist ja wirklich, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber so eine Atmosphäre findet man in keinem anderen Spiel. Lasst es einfach auf euch wirken. Sehr geil. Oh ja, ich feiere diese Musik auf jeden Fall. Ein wirkliches Meisterwerk. Dieser Track ist geil. Aber dieser Gegner nicht, der stört meine Musik. Was willst du denn? Oh, springen! Erstmal den Fisch mitnehmen diesmal. Ja, du. Du kleiner Drecksfisch. Und damit meinte ich diesmal sogar nicht den Fisch, der mein Futter will. Nein, ich meinte den Hai. Denn Hai sind auch Fische. Nur Delfine, glaube ich, sind Säugetiere. Und Wale, glaube ich. Aber ich will ja hier keine Lügen verbreiten. Aber ich will jetzt erstmal wieder meine Info. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid. Ganz klar. Wir sind hier auf Tingles Insel. Was? Tingle? Der Typ, den ich aus dem Knast befreit habe. Auf dieser Insel lebt ein Kerl namens Tingle. Der hat zwar seine besten Jahre auch schon längst hinter sich, zwängt sich aber trotzdem nur zu gerne in Knabenmode. Allerdings soll er der Beste sein, wenn es um das Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Ich denke, das beweist mal wieder, dass man Leute nicht voreilig nach ihrem Aussehen beurteilen soll, was? Ja, ich habe aber gehört, das kostet schon ziemlich viel. Wirst du wohl mit ein paar Diamanten ankommen müssen. Also, wenn du kein Geld hast, kannst du es dir abschminken, ja. Er füttert mich auch immer nur mit dem besten Essen hier. Alles klar. So, was ich jetzt noch gerne tun würde, ist Ausschau halten. Ist aber auch leichter als gesagt hier.
Denn... Na komm, ich zücke jetzt das Fernrohr. Irgendwo... Ach komm, du willst mich doch jetzt nicht wirklich nerven, oder? Na komm, mach einen Abgang. Yeah! So, jetzt zurück hier. Wo sind die Möwen? Ja, das ist natürlich ein bisschen, wie sagt man, schade. Aber man sieht bei diesem Wetter natürlich so gut wie nichts. Ne. Ja gut, dann werde ich wohl wiederkommen müssen, wenn ich ein bisschen mehr sehe. Nee, ich sehe leider keine einzige Möwe, oder? Ne. Schade, schade. Müssen wir uns wohl für ein andermal aufheben. Jetzt erstmal auf nach Portemonnaie. Wir haben es ja endlich geschafft. Uns hier ein bisschen durchgekämpft Richtung Süden und dann nach Norden. Aber gleich sind wir da. Es kann sich nur noch um einen Katzensprung handeln. Ganz gewiss. Boah, das zählt sogar noch nice. Habe ich immerhin eine Beschäftigung. Bis ich auf Portemonnaie ankomme. What the... Hä? What the fuck? Hä? Was war das? Warum hat das jetzt gerade so komisch geladen? Und warum sind jetzt meine Rubine verschwunden? Ne, ohne Spaß, das war gerade verdammt creepy. Zuerst dachte ich, der Emulator lässt mich im Stich. Aber dann hat es mich auf einmal nach Portemonnaie in diesen Bereich rein teleportiert und what the fuck? Aber egal, jetzt sind wir da und wir sehen auch schon das Piratenschiff. Genau wie dieser Orni gesagt hat, liegt das Piratenschiff an einem Platz vor Anker, an dem es nicht gleich jeder sieht. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach sie suchen, aber wenn es sich um einen Schatz oder ähnliches handelt, und die Vermutung liegt bei ihrem Beruf ja durchaus auf der Hand, dann werden sie dir ohnehin keine vernünftigen Antworten geben, wenn du sie danach fragst. Lucky, versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben. Und zwar ohne, dass sie davon etwas mitbekommen. Ah, alles klar. Da bin ich dabei. Aber erstmal... Ach, einen Brief. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Guten Abend, ich habe einen Brief für Sie. Wenn du ein echter Ritter werden willst, dann sammle die Ritterwappen. Auf dass du heil zurückkommst. Vater Orca! Oh, danke für den 20er, aber... Na, der passt nicht mehr in den Geldbeutel. Den muss ich wohl... ins Meer werfen. Mann, oh Mann, dieser Vater Orca. Ein richtig geistesgestörter Typ. Aber jetzt erstmal auf das Schiff. Da ist keiner an Deck. Dann muss ich wohl unter Deck schauen. Edler Tropfen ölt den... Was? Ein Passwort? Schuh? Haha, von wegen. Glaubst du, wir hören von vorgestern? Ein Passwort? Tja... Kein Plan. Irgendwo muss ich ein Passwort herkriegen. Wo kriege ich ein Passwort her? Passwort, Passwort, ist ja keiner draußen, der mir eins sagen könnte. Ja, ein kleiner Junge treibt sich nachts auf offenen Straßen umher, auf der Suche nach einem Passwort. Aber er wird wohl keins finden. Aber... Da drüben brennt ein Licht. Schauen wir mal rein.
Bomben, Bomben, ich möchte ein paar Bomben. Für heute hat der Laden zu. Also verschwinde und gib Ruhe. Okay. Na, das denke ich aber nicht. Ich will Bomben. Ich muss doch irgendwie zu Lord Chabu Chabu. Der arme Fisch weint sich sicher schon die Augen aus. Ich werde ihm helfen und wenn ich Bomben stehlen muss. Aber das war schon eine extreme Stimme da drin. Was wird uns da drinnen wohl erwarten? Das erfahren wir im nächsten Part. Schaltet wieder ein bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis dann und ciao.